So là, auf geht's, Party. Mit dem Deck macht's echt Spaß. Ja, es hat ziemlich gut performt bis jetzt. Und wir gewinnen den Würfelwurf schon wieder nicht. Gibt ihm nur eine faire Chance gegen unsere Hand. Wenn wir schwarz nachziehen in der ersten Draw-Step, würde ich dann 1 Mana machen. Ob das nicht sowieso das Play ist, weil sie einfach früher was protecten kann? Dass er noch keinen 2-2 Turn 2 macht. Noch einmal Grün-Schwarz. Wir spielen heute gegen Grün-Schwarz. Na dann hoffen wir wieder auf unseren Crusader, oder? Ich würde da jetzt fast Creatures slammen. Angreifen für 1. Zu den Swamp. God, what the hell? Speaking about card advantage. So, dann hoffe ich nicht, dass wir als nächstes diesen 6 Mana Spirit Spell ziehen. Fliegt mir aber auch nicht ganz so cool. Und was haben wir noch für 5 Mana? Und 2 Sachen gehabt. Ja, aber ja. Sind wir jetzt mal kurz defensive oder was? Ja, da ist Madaru von uns auch ziemlich gut darin. Schauen wir mal, ob er attackt. Unwahrscheinlich. Bringt einfach gar nichts. Vorderland Land. Suchen wir uns Wandland. Oder? Und machen Fingering Souls. Oder nein, machen wir Windicate. Suchen uns Wandland, machen wir Windicate. Ja, ich glaube, das wird gar nicht außer Kontrolle. Vielleicht nichts. Ah, wir hätten doch wenn's. Nein, wir machen einfach Windicate und Garruk.
dann schauen wir mal, wie er spielt. Vielleicht bringen wir nichts ohne ein Schwerthit rein. Der mal so den Burton abkuckelt. Das wäre natürlich auch ein guter Hokori-Zeitpunkt. Und wir haben das Bounceland. Ja, nach dem Schwert dann. Ja, weil er jetzt einfach ausgetappt ist und Karten gezogen hat. Aber also trotzdem noch ewig viele Mana produziert hat. Jetzt schaut das Spiel ganz anders aus. Was der bringt, Wasteland und Mutterwald. Können wir jetzt einfach Haunt und Lingering Souls machen? Und im nächsten Zug dann den Schwertequip. Und eine Plane suchen. Wenn du Bounceland legen willst, nicht. Ja, aber wozu wollen wir das Bounceland jetzt schon legen? Das machen wir, wenn wir Hokori machen. Okay. Aber wir suchen uns das Windbrisk jetzt einfach gleich einmal. Nein, wir müssen jetzt ein Untapped weißes Ding, damit wir Doppelplay machen können. Okay. Ja, stimmt. Er stirbt gerade einfach gegen die Mother of Thrones oder wie? Und jetzt dann gleich gegen die Flieger. Gut, der Fahne hat schon echt viel Mana. Kann vielleicht noch etwas Dickes machen. Wir fangen ihn jetzt dann bald an, das abzurüsten. Der Bob war bis jetzt sehr brav. Stimmt. Doppelblock auf den schwarzen Geier und Schutz für Schwarz geben. Den Bob. Soll er uns mal zeigen, was er macht. Irgendwas Dickes. Irgendwas Weißes vor allem. Kalt zu lernen. Okay. Schwert auf dem Fair. Brüst man den Bird ab, oder? Er hat eine Handkarte. Ja, wir machen trotzdem Schwert und müssen den Bird ab. Und Bounceland.
Schwert ziehen, oder? Warum hast du da das Doppelschwarz getappt? Das ist alles. Ja. Den wollte er, wie jetzt auch jumpen, Länder hat er genug gefunden. Ja, das Wind Blitz Kates wäre noch nett. Der jumpt den, der Bob blockt den und wir geben Bob Schutz vor Grün. Wir nehmen 3. Doppelweiß wird er wohl nicht mehr haben. Seine Decks aus. Mit allem. Trotzdem so. Oder Poplock da. Der Bob uns nicht auch ein bisschen schon gefährlich wird. Gutes Wollen, ein gutes Target zum Abschießen. Und er hat nur mehr eine Handkarte. Die wird wohl discarded. Bob bleibt weiter brav. Irgendwo Motorwald. Legen wir noch gar kein Land. Lass mir mal seine Karte abwerfen, oder? Fangen wir mal damit an. So. Angel of Serenity. Er wollte Blood Rand. Ja, er hat kein Weiß. Ja. Hoffentlich hat er keine Reanimation Spells. Greifen wir mit dem an? Greifen wir mit einem an, oder? Wir werden noch den und den legen, oder? Ich weiß nicht, machen wir nicht Lingering Souls? Und dann was? Nein. Ich weiß nicht, den Griffrauber als Jumper. Den als Jumper. Der kostet uns im Moment noch Leben. Der ist einfach ein Jumper jetzt. Ja, das ist doch der Grave Rover auch. Aber dann können wir den noch legen. Und also der wir Grave können Rover den, das können wir gar nicht machen, so wir haben keinen Platz mehr. Ja. Ja, dann nicht Lingering Souls, dann Blitzbleißer und. Aber dann trotzdem Angriff mit beiden Tod Souls drücken, oder? Nur Blitzblässe und das? Mhm.
nicht mehr, das riskieren wir nicht. Verlegen wir das Edikt dann. Er hat 0 Handkarten, wir haben 7 Handkarten und wir sind an Bord fahren. Aber ich möchte kein Damage mehr nehmen, ja, ehrlich gesagt, weil du, wir können immerhin 5er und 6er Drops immer wahrscheinlich hitten. Ja, wer kommt, der kommt sie. Oh, es kommt gar nicht. Ja, Mother of Runes, perfekte Stollkarte. Die hat sie erst im Alleingang das Early Game gemacht. Naja, wir haben Mother of Runes und Bob online gehabt. Der Bob hat uns zwar nie 3 Damage gemacht, wir haben unendlich Card Advantage gemacht, zusätzlich noch. Ja, aber er hat einfach nie wirklich angreifen können wegen der Mother of Runes. Also wir haben gerade übelst Card Advantage gemacht. Übelst. Mhm. Wayfarer und Bob. Die ist auf Turn 3. Nein, Turn 2. Auf Turn 3. Mhm. Mit Mana, die sie beschützt hat. So gewinnt man mit dem schwarz-weiß Agro-Deck mit 7 Handkarten. Wir sind on the draw, der ist doch der super Nazi. Ja. Außer machen wir wieder Maler. Ja. Wir haben Removal. Ein bisschen Removal, ja. Wir finden das Schwarze hoffentlich mit dem Wayfinder. Der Wayfinder ist wirklich impressive, muss ich sagen. Ist schon in mehreren Decks gewesen. Und er hat unser Scrubland. Wie sie immer unser Mana-Base hätten. Der Wayfarer ist wirklich impressive. Dann suchen wir uns mal einen Swamp, oder? Mhm. Spielen aber trotzdem zuerst den Mother, oder? Zuerst den Hit, oder? Ich würde die Mother früher online kriegen. Na, wir haben nicht so viel Schwarz, wir machen noch nächste Runde vielleicht sowas. Ja, aber weißt du, wegen, er hat diesen Vierer-Drop-Trottel, der was wegmachen kann, und also den Skin-Render, und da beschützt sie ihn halt schon. Ja, das können wir auch nichts unter trotzdem machen, oder? Nein, dann ist sie nicht mehr online. Er kann jetzt drei, also... Ja, trotzdem brauchen wir einfach viel mehr Schwarz, den Einzel-Drop machen wir halt nie zwischendurch. Nur wegen... vielleicht... Karte vom Gegner, der übrigens gerade irgendwie... zweiteilig unterwegs zu sein scheint. Und gerade unserem Wayfarer gesmoddert hat. Gott sei Dank einmal aktiviert zumindest. Ja, hätte das die Mother gelegt, wäre uns blieben. Das ist natürlich ganz gut. Hätte ich die Mother gelegt, hätten wir keinen Wayfarer mehr. Scheiße. Der macht jetzt schwarze Tokens. Dann legen wir Mutterwolle und Schwert. Ja. Nächste Runde Genius Edict auf den Token von Gauk. Unterwald, Schwertequip, Attack. Das geht sich doch gar nicht aus. Wenn alles nach Plan geht. Aber das geht sich doch nicht aus. Wenn er nichts mehr legt. Bitte hab nichts. Hab nichts. Er hat schon doppelt im Mur rauslassen. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass er jetzt noch was hat. Bernie, das geht sich vom Mana nicht aus, was du es gerade vorgerechnet hast. Sicher. Das macht 2. Ja. Das kostet 2 zum Abspielen. Ja. Also das geht sich nicht aus. Ja. Trotzdem können wir den Garuk umhauen.
haben, oder? Das stimmt. Der Gauk nervt. Übelst. Oh no. Das kann Gauk handeln. Das ist jetzt noch besser. Noch drauf, dass zweimal ein Mana noch im Pool, dann zerstört er das. Ja. Aber dann können wir Doomblade nicht machen und er zerstört es oder so, oder? Ja, aber wir werden das Doomblade nicht auf diesen Trottel schießen, wenn er sich sowieso sackt. Vielleicht aber, wenn er sich ausdappt. Ja, wie du willst. So ist er halt noch nicht geforst. Wenn er anders auch nicht, aber, wenn er sich ausdappt, das wird er nicht machen. Vielleicht schon. Wie viel hat der Flashback, dieser Genus Edict? 7, oder? 7, ja. Jetzt geht der Garuk da an, oder? Wenn er nichts Fliegendes hat. Ja, das können wir End of Turn übrigens tun. Wieder für 2 hauen. Was willst du tun, Blöden? Falls ein Flieger liegt. Achso, ja, ja, klar. Vielleicht will er jetzt den Garuk protecten und macht deswegen. Restoration Angel. Mein Schrick, ja. Ja, Restoration Angel könnt ihr haben. Wir werden es gleich sehen. Jetzt machen wir mal den Garuk platt. Also Witness oder so hat, können wir es move in Response. Falls er sich ausdruckt, können wir so das Flinker machen. Mhm. Und ihm schon langsam mit dem Schwert seine Sachen abstellen. Es wird genommen. 16. Ja, der Bright Mage muss ich jetzt dann eh schon langsam mal reinopfern. Aber das ist gut. Da ist, kommt der Dust Drinker wirklich fett. Entfernen wir trotzdem schon was, End of Turn? Ja, den Garuk mal, oder? Grob.
Story, oder? Ja. So, jetzt zeig dir mal. Wenn das ja ganz austoppt. Oder es sägt nicht. Dann schieße ich meinen Wolf an, oder? So, das? Einfach nicht gesägt. Ja, wir machen ihn trotzdem. Geht sich Hokori und Ding aus? Ja. Wir können noch Land legen, oder? Ja. Ungetappt, nehme ich an. Ja, gescheit. Ja, dann können wir den Crusader noch machen. Ja. So, you're dead, man. Außer es kommt Balance. Das war diese Pride Mage Geschichte jetzt gerade. Wir sind jetzt erst mit unserem ersten Draft. Dazwischen haben wir schon einen Draft gewonnen. Nein, den letzten haben wir gerade verloren. Nein, den letzten haben wir gerade gewonnen. Oder? Nein, das war das Argon Deck. Erste Runde. Stimmt, schon. Gegen das Lifelink Deck, ja. Den vorletzten haben wir gewonnen. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Was war da jetzt nicht von auf das Schwert? Das war ein eindeutiger Spielfehler von unserem Gegner gerade. Ja. Ja, dann wird wohl der Bird gedumbledet, oder? Schauen wir mal, ob er wieder nicht für Schwert opfert. Der Mirror Crusader geht mit Battle. Ja, sicher. Noch immer nicht, oder was? Er mag nicht, oder wie? Er findet, das Schwert ist nicht so gut. Doch. Ja, doch. Doch, ist doch mal gut genug. Ja, das wird er nicht mehr hochgewinnen. Ja, dieses Lockout-Thema, was wir da gut haben mit unseren Bietern und mit Hokori, das funktioniert eigentlich ziemlich krass gut. Ja. So, ein Affe jetzt für ihn alle. 2-0. Oh. Hokori und Wayfarer, die Überraschung aus dem Deck.